Salve! Guten Tag, ihr lustigen Menschen da hinten. Willkommen zurück zu F1 2019. Wir sind in unserem zweiten Rennen hier in Bahrain oder wie Heiko Wasser sagen würde, in Bahrain. Und da gehen wir jetzt ins Qualifying und hoffen mal, dass das ein bisschen besser läuft als in Australien, wo wir ja in Q1 bereits ausgeschieden sind. Durch meine eigene Dummheit, muss ich fairerweise sagen. Oh, das war zu früh. Einen so weit hochgeschaltet. Ja, das wird doch schon wieder nichts. Diese Kurve, die jetzt kommt, diese fiese Linkskurve, die hat mir im Training überhaupt nicht gelegen. Das ging jetzt eigentlich. Aber generell ist die Runde natürlich wirklich grottenschlecht. Sagen, ich fahre einfach noch mal eine hinterher, denn die hier wird es definitiv nicht sein. Auch wenn ich im Moment Zweiter bin, aber eine Sekunde hinter Hamilton. Ja, super, ey. Ach, scheiß Renault. Aber für Q2 sollte es dieses Mal eigentlich reichen. Jetzt ist eh zu spät. ...1,4 Sekunden, das ist natürlich echt schon... Ich meine, klar, die Runde war wirklich scheiße. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich denke, so eine Sekunde Abstand, das ist im Moment einfach... Das ist einfach die Zeit im Moment. Also in der vorne komme ich schon mal nicht wirklich ran, ne? Das ist kein gutes Zeichen eigentlich. Wo die Runde deutlich besser ist als gerade. Letzte Kurve war jetzt echt schlecht, aber alles in allem bin ich mit der Runde doch zufrieden. That's the fastest lap so far. Well done. Quer gestanden, nicht gut. Scheiße. Oh mein Gott.
Also der Red Bull ist auf jeden Fall schon mal schneller als ich. Was denkst du? 2 Zehntel vor Hamilton, 3,6 vor Butler, das ist echt okay. Hätte ich nicht mit gerechnet. Das sieht verdammt gut aus. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Butler Top. Aber nochmal verbessert. Nicht Butler und Sebastian Vettel. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung komplett für das große Rennen. Es liegt wieder etwas Besonderes in der Luft in Bahrain und ich spreche nicht vom Sand. Die klügsten Köpfe der Formel-1-Welt haben ihre besten Ideen für den heutigen Abend in die Strecke von Sakhir gesteckt und deshalb können wir uns wieder auf einen spannenden großen Preis freuen. Auf dem 5,4 Kilometer langen Bahrain International Circuit gibt es reichlich Möglichkeiten zum Überholen. Die beste davon ist die erste Kurve und eine weitere ergibt sich bereits in Kurve 4. Insgesamt müssen sich die Fahrer auf 15 Kurven einstellen, 6-mal links und 9-mal rechts. Außerdem kann es in der schwierigen Links, Turn 10, zum einen oder anderen Bremsplatten kommen. Ja, definitiv. Bahrain hat uns in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass eine gute Strategie alleine nicht ausreicht. Du brauchst außerdem eine gute Rennleistung und natürlich Konstanz. Und etwas Glück, würde ich sagen. Das ist eine dieser Strecken, auf der die Safety-Car-Phase immer im richtigen Moment zu beginnen scheint, sodass sich das Feld zusammenschiebt und die Strategie über die Platzierung der Autos entscheidet. Die Bremsen werden enorm beansprucht. Du brauchst relativ viel Benzin und die beste Überholmöglichkeit bietet sich in Kurve 1, wo du deinen Gegner ausbremst und dich auf ein Hickhack einlassen kannst. Ein Hickhack. So, bring it on the Hickhack. Ich glaube, rennstrategiemäßig brauchen wir auch nicht großartig überlegen. Wir fahren 14 Runden. Ich weiß nicht, ob die gelben wirklich so lange halten werden, wenn ich in Runde 4 schon reinkomme. Das erscheint mir ein bisschen früh. Ich werde auf jeden Fall auch mal... Ja, wobei ich habe für 17 Runden Sprit mit 14 fahren, weil das sollte eigentlich okay sein. Ja, ich denke, ich nehme das jetzt einfach so hin und werde gucken. Eventuell fahre ich noch eine Runde länger auf den roten. Ich muss gucken, wie die Reifen dann drauf sind. So, jetzt gibt's das erste Replay. Das wird noch ein paar Mal passieren. Sieht ja alles relativ entspannt aus erst. Einfach so ein bisschen geschmeidiger angehen hier das Ganze. Der Butler nervt mich natürlich so ein bisschen. Also Benzin habe ich mehr als genug mit. Das ist gar kein Problem. Muss jetzt einfach gucken, dass ich meine Reifen so ein bisschen schone. Was ich natürlich nicht mag, ihr wisst es vielleicht, ich bin eigentlich eher so ein Fan der guten alten Formel 1, wo es darum ging, dass der Schnellste gewinnt und nicht derjenige, der am Reifen und Benzinschonendsten fährt. Aber das ist halt so. Ich habe echt Angst, dass meine nächsten Reifen, meine gelben Reifen, dass die nicht halten werden. 10 Runden lang. Ach, Mann.
Geh lieber auf die harten, ohne Scheiß. Lieber auf Nummer sicher gehen. DRS is now enabled and will be available to use when you are within one second of the car ahead in the DRS zone. Butler wird so ein bisschen durchgereicht, Hamilton auch schon vorbei. Push now. We're boxing this lap. Schalten vergessen, vor lauter Aufregung. Runter bis zum Wahnsinn. Das war aber jetzt okay, oder? Complete, go now. Es ist keiner an die Box gefahren, nur ich bin der Einzige, der an die Box gefahren ist so früh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, gut, dass ich auf die Weißen gegangen bin. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Ich bin letzter. Oh Mann. Oh Mann. Ob das so richtig war, ich weiß ja nicht. Es kommt aber auch jetzt noch keiner rein. Oh mein Gott, was ist denn da passiert? Wieso war ich denn so früh? Butler ist raus. Okay. Sehr gut. Aber nicht gut, dass ich jetzt letzter bin. Das ist aber gar nicht gut, dass ich... Ich verstehe es nicht so ganz. Das könnte eine interessante Schlussphase werden. Sebastian is in the pits. So, vor Vettel bin ich schon mal. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Frage, wo Hamilton ist. Ja.
plus 1. Faster engine modes are available. Gap to car in front is 2.2 seconds. So, P1, da ist er wieder. Hätte ich nicht gedacht. Und er ist auch wahrscheinlich nicht sehr lange da. Vettel macht natürlich jetzt Stress da hinten. Das wird noch ein interessantes Ferrari-Duell hier. Das wird noch aufregend. Denn er wird immer DRS haben hier auf Startziel. Das heißt, er wird immer in Kurve 1 vorbei sein. Wieder die falsche Kamera. Ach, fuck. Das liegt echt beschissen bei mir. There's 3 laps of fuel remaining. Ja, das ist jetzt davon, Vettel. Jetzt ist Hamilton wieder dran. Lass mich doch einfach in Ruhe, Mensch. Der fährt auf Soft? What? Vettel fährt auf... Sehe ich das richtig? Der fährt auf Soft? Der Hamilton auf? Sind die auf... Hä? Sind die auf gelb gestartet, oder was? Das ist ja wohl mal richtig krass. Kein Wunder, dass er so schnell ist. Die fahren beide auf Soft.
Na gut, jetzt hat Vettel so ein bisschen Stress mit Hamilton. Wäre natürlich ärgerlich, wenn Hamilton jetzt noch vorbeiginge. Aber von mir aus sollen die sich erstmal gegenseitig bekriegen da hinten. Für mich ist es erstmal gut. Aber sind die denn beide wirklich auf den gelben gestartet? Ich dachte, die wären alle auf rot losgefahren. Kein Wunder, dass die so spät an die Box gingen. So, Hamilton natürlich jetzt vorbei, das war abzusehen. Oh, Vettel verliert jetzt aber auch den Anschluss an Hamilton. Das heißt, ich muss jetzt Hamilton so ein bisschen ausbremsen, damit Vettel die Möglichkeit hat, da wieder vorbeizufahren. Denn Doppelsieg ist natürlich immer schöner, ne? Gerade was die Konstrukteurs-WM angeht. Jetzt muss ich erstmal weg von Hamilton. This is your final lap of the race. Und da ist auch noch mein Flügel kaputt. Ach Junge, Mann, lass mich doch. Patsch, fährt er mir in die Karre. Na gut, solange es keine Strafe gibt, nehme ich das so hin. So, Vettel, mehr kann ich nicht tun für dich. Zu früh geschaltet. Ne, für Vettel reicht es leider nicht, aber für mich reicht es. Yes, you've done it. Well done. Puh. Ja, tut mir natürlich ein bisschen leid für Vettel, weil er einfach das ganze Rennen auch wirklich gut war. Wir hatten ja schon einen riesen Vorsprung vor Hamilton. Die Ferrari heute den Sieg eingebracht. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Wieder einmal eine hervorragende Leistung von Ferrari beim heutigen Grand Prix. Ferrari ist sicherlich ein Team, das weiß, was es da draußen zu tun hat.
So ist es. Genau so ist es. Schauen wir uns an, ja, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Sebastian Vettel liegt nach diesem tollen Ergebnis ganz vorn in der Meisterschaft. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Lance Stroll hat heute eine beeindruckende Leistung abgeliefert. Sein Team und seine Fans werden zweifellos extrem stolz sein. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Ferrari übernimmt die Führung. Also, wenn man sich da die Rundenzeiten anguckt, ne? Vettel 1:35,1. Meine beste war eine 1:36,000, lustigerweise, aber trotzdem fast eine Sekunde langsamer. Ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, heftig, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. So, erstmal gucken wir uns das hier noch an. Schnellste Runde hat Vettel geholt. Alles in allem führt er immer noch. So, das ist unser Teamziel, oder wie es sich schimpft. 8 Trainingsprogramme habe ich abgeschlossen durch die 4, die ich jetzt an diesem Wochenende noch gefahren habe. Dadurch haben wir nochmal 600 Punkte dazu geholt. Fantastischer Platz auf dem Podium. Gut gemacht. Und jetzt genauso weiter in der restlichen Saison. Das heißt, wir können einmal nochmal die F&E-Geschichte aufmachen. Und ich werde mal hier einen noch in Zuverlässigkeit investieren. Das kann ja nicht schaden. Da habe ich noch 500 Punkte über. Können wir hier leider nicht reinstecken. Dann würde ich sagen, stecken wir es vielleicht in den Antrieb. So, und dann geht's nämlich weiter zum nächsten Wochenende. So, das ist China. Training fahre ich wie jetzt auch in Bahrain nur für mich und wir sehen uns dann im Qualifying wieder. Winke, winke, bis dann.